Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge Gnome Hobbits und Engelton zu einem neuen Let's Test. Wir spielen die Demo-Version, die Chainsaw-Demo-Version, wie es hier steht, zu Resident Evil 4 Remake. Kostenlos verfügbar auf Steam. Zum momentanen Zeitpunkt. Ja. Auf meinem Kanal habe ich schon Resident Evil gespielt. Punkt. Obwohl ich habe Resident Evil Revelations gespielt, Teil Revelations 1 auf dem DS, glaube ich, damals, aber das ignorieren wir mal. Resident Evil habe ich, auch das Resident Evil 1 Let's Play habe ich abgebrochen. Wir stellen mal fest, Resident Evil-Spiele sind nicht so mein Content, aber für einen Let's Test kann man das mal machen. Resident Evil 8, also Resident Evil Village, habe ich mal, die Demo-Version gab es bei mir auch auf dem Kanal zu sehen. Ist dann wahrscheinlich auch hier in der Infobox irgendwo verlinkt in diesem Video. Ja, und heute spielen wir mal Resident Evil 4. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich, glaube ich, Resident Evil 2 Remake. Die Demo-Version auch gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es zumindest gespielt. Ob es das auf YouTube gab, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachgucken. Wenn ja, ist es in der Infobox verlinkt. So sieht's aus. Und jetzt starten wir mal Resident Evil 4 Remake. Die Demo-Version. Chainsaw-Demo, was auch immer Chainsaw hier zu bedeuten hat in diesem Spiel. Wir werden es herausfinden. Ich würde sagen, wir starten ein Spiel. Na dann, schauen wir uns mal die Hauptstory an, spielen wir die Hauptstory in der Demo. Let's go, neues Spiel. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht auch. Los geht's. Capcom. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Sechs Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen. Einem beispiellosen, von der Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Kapitel 1. Den Polizisten suchen. Okay, und hier sind wir im Spiel und spielen den Blondschopf. Liam S. Kennedy, wenn ich das richtig gelesen habe. Na, das muss ja ganz sicher eine Falle sein.
Oh, rennen. Wie weit ist er denn gegangen? Wieso sollten wir rennen? Lecker. Ich würde gerne mit das Reh. Für Leute mit schwachem Magen und Leute, die schwaches Herz haben und leicht verschreckt werden, also mich, die leicht erschreckbar sind, ist das Spiel eigentlich nicht so das Ding, also niemals Warnung für Leute, die wir nie nicht kennen. Das ist ein Horrorspiel. Das kann auch. Das kann auch schlimm und gruselig werden. Nicht kann, sondern wird. Okay, wir schauen uns hier mal um. Die Folie weitermachen. Treppen auf. Hier haben wir ein sehr verlassen wirkendes Haus, aber irgendwie scheint die Licht rund zu brennen. Das kann nichts Gutes sein. Wann immer wir ein Resident Evil spielen, ein Haus betreten, kann das nicht gut ausgehen. Ich weiß noch nicht mal, wie man schließt. Psst! Sei doch nicht so. Nicht so laut. Aha, ein blutiges, was auch immer, man könnte es als Kreuz stehen. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Na, das ist ja sehr ein schönes Zeichen hier in einem verlassenen Haus. Sieht man sowas doch gern. Ein langer, dunkler Korridor. Na, so lange ist es auch wieder nicht. Was soll schon passieren? Da steht da, was da ist. Kontigo. Okay. Können wir das übersetzen? Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Gefunden haben wir noch keinen. Sorry, dass ich so reinplatze. Soy un policía. ¿Vino aquí? Viviremos contigo por siempre. Porque los padres. Soy fit mal. Ne, kann ich nicht. Ein bisschen ausverstellen. Ah!
Das gefällt mir nicht. Polizeimarke, Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano, Polizeibeamter. Okay, wir haben jetzt ein Messer. Und eine Pistole mit 10 Schuss. Boah, wie das riecht. Ja, es ist nicht mehr ganz so frisch. Obwohl noch mal ein Tutorial kriegen, bevor wir wirklich schießen müssen. Okay, die Tür ist offen. Taschenlampe, ja. Taschenlampe wäre nicht schlecht, würde ich gerade sagen. Okay, ab in den Keller. Was soll da schon schief laufen? Gerade jemanden schreien gehört. Ein großer Folterkeller. Hey! Was soll noch passieren? Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist hier los? Das ist eine gute Frage. Waffe ziehen, schießen. Ken Resident Evil wird ihn ungern aus den Augen lassen. Einfach mal so aus Erfahrung. Was war das? Ich glaube, wir haben ja andere Probleme. Oh, Kacke. Messer. Auf den Kopf. Was steht denn da noch? Langsam ist es nicht mehr witzig. 5 Schuss. Das ist äußerst schlecht. Jetzt finde ich hier noch ein paar Schuss. Mit Polizisten. Wir werden chronisch die Schüsse ausgehen. Ich jetzt schon 5 verschenkt habe. Wer macht denn hier Lärm? Mehr Flieger. Ich habe nur noch ein Messer. Steh nicht wieder auf. Das
geht hier vor sich. Ich bin leider kein Zoom. Das ist ein bisschen blöd. Okay, ich komme nicht mehr raus. Grünes Kraut. Dann kann man sich heilen. Soweit ich weiß. Komm aus dem Loch hier wieder raus. Ich habe das Gefühl, das Ding sollte man mitnehmen. Können wir aber nicht. Warum können wir hier eigentlich nicht raus? Ein bisschen Munition wäre ganz hübsch. Da sage ich nicht nein. Haben wir ein Safe Room? Zumindest ein Story Room. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Ich brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Das ist Begleitung. Was los? Melde mich. Ich find selbst raus. Zum See gehen. Na mal schauen, was uns beim See so tolles erwartet. Blutsturm über eine Hängebrücke. Fantastisch. Ein Rabe. Ja, Pistolenmunition. Wundervoll. Ich höre hier auch schon Geräusche. Könnten wir speichern, wenn wir was dafür hätten. Schießpulver. Aha. Brauchen wir Farbband für die Schreibmaschinen. Dann können die beschreiben können. Oh, ist uns Tag? Und was ist denn Evil? Das ist neu. Pistolenmunition nehme ich gern. Mhm.
verwahrloste Wuhrad-Autos. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Nachladen. Wäre mal eine Sache. Gleich mal auf den Kopf schießen. Können sie nicht wieder aufstehen. Der hier steht wieder auf. Hier habe ich nur dich. Bleib liegen. Ich verschwende sehr viel Munition. Aha, Präsidium. So, das Geld hier, die Geldwährung. Munition brauche ich sehr viel. Ansonsten muss ich die Zombies messern. Na, vorsichtig. Sagt sie. Verflucht. Schön auf Bärenfallen aufpassen. Ah, hallo. Berlin. Glänzgranate. Nehme ich mit. Rotskraut. Aus grünem und roten Kraut kann man durch, wenn man noch ein Tuch und irgendwie Desinfektionsmittel irgendwie und so. Zeug brauchen wir noch, da kann man das kombinieren zu Heilmittel. Das ich früher oder später brauchen werde. Das ist etwas runtergefallen. Ein mumifizierter Kopf. Wenn ich das richtig sehe. Oh je. Und was sehen wir da? Ein Polizist. Verbrannt. Ein Holzkreuz. Vom Scheiterhaufen. Lebendig. Das scheint irgendwie ein. Scheint Opferkult zu sein. Stehen. Sieht aus, als würden die sich da. Als würden irgendwie meditieren oder eine Gottheit anbeten. Vorbereiten, werfen. Können wir denn so entwerfen? Na toll. Keine Munition mehr. Das ist großartig. Wo krieg ich Munition her? Munition finden. Hier nicht. Braucht Schlüssel für. Sehr großartig. Nur wenig Geld. Na toll.
wird gemessert. Jemand von euch Munition dabei? Mit geht's. Tödlich. Gegen Gruppen von Gegnern kämpfen. Während sie von vielen Gegnern umringt, wird es schnell gefährlich. Bleiben sie in Bewegung, um Situationen zu vermeiden. Ja. Habe ich schon bemerkt. Wenig Munition wäre auch hilfreich gewesen. Ach du Scheiße! Kann man ein bisschen sneaken. Ein bisschen durchschleichen. Möglichst unentdeckt bleiben. Dann kann ich mir vorstellen, dass es hier Patronen gibt. In Bewegung bleiben und durchschleichen. Noch eine Munition hier. Ach du Scheiße, der macht Ärger. Oh Kacke. Sneaken ist jetzt nicht mehr das Richtige. Oh weia. Da kommt die Kettensäge. Weg hier. Weg hier ist vielleicht nicht die beste Taktik. Oder so. Okay. Das war schon die richtige Taktik. Ach du Scheiße. Wir wissen, was da passiert. Ja, ich will die noch nicht werfen. Erst wenn ich sie brauche. Schleichen uns erst nur hier lang. Ich hoffe, ich werf dann nicht die Blendgranate auf die alte. Geht, das bringt uns hier herzlich wenig. Jetzt hier auch geht rund. Na, fantastisch. Auf den Hauptplatz will ich ungern. Ich glaube, das war schon eine gute Taktik, die ich hier mich hier. Durchgeschlichen habe.
Sollten wir ein bisschen mehr auf der Hut sein. Jetzt versuche ich tatsächlich mal einen anderen Weg. Den Hauptplatz weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich eine dumme Idee. Ich werde mal lieber hier entlang. Okay, jetzt alarmiert er seine Leute. Dann mal los. Jetzt kommt er mit dazu. Ich würde die Kettensäge am liebsten mal besiegen, bevor sie mich aufstürzt. Ah, lecker. Die Dorfbewohner, die Kettensägen bei sich tragen, sind nicht zu unterschätzende Gegner. Wenn sich nichts zu gewachst, was? Ja, die sollten wir vielleicht erstmal abhauen. Ach du Scheiße! Die Taktik leicht gerade zu werfen. Durchkämpfen ist nicht so eine gute Idee. Ein bisschen looten halte ich für eine gar nicht so dumme Idee. Na toll, war noch schon entdeckt oder was? Ist nicht gut. Dann mal Level 1 entdeckt. Ach komm. Oh, kacke. Ich kann nicht alle Munition an einen verschwenden. Das ist ein bisschen blöd. Geht, das nutzt mir hier relativ wenig. Es nimmt kein Ende. Verdammt. Ja, das sollte ich, da sollte ich nicht liegen. Okay, letztes Mal versuche ich noch parieren. Ja, ja. Das habe ich schon ein paar Mal versucht.
Scheiße! Come on! Ich treffe irgendwie keinen. Nachnamen. Verdammt. Jetzt muss ich mich durchmessern. Das kann auch nichts werden. Und alle auf einmal. Die Heilkröte kann ich auch noch nicht richtig verwenden. Oder viel zu durchmessern. Mann, was soll ich sonst machen? Versuchen ihn doch einmal durchzuschleichen. Wenn wir nur wüssten, wie wir das Inventar benutzen. Objekte herstellen. Auf der Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sich das Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Gesundheit wiederherstellen. Sie können Gesundheit wiederherstellen, wenn Sie Kräuter oder ein Erste-Hilfe-Spray verwenden. Die Wirkung von Kräutern kann durch Kombination mit anderen Kräutern intensiviert werden. Rotkraut erhöht die Menge wiederherstellbarer Gesundheit. Nebelskraut erhöht die maximale Gesundheit. Waffenschnellzugriff. Unter Objekte können Sie eine Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können Sie bis zu 8 Waffen zuweisen. Werden die zwei in vier Richtungen. Ja. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber hier haben wir es. Kräutermischung. Etwas dreimal so viel Gesundheit her wie ein grünes Kraut. Aha. Irgendwas im Inventar. Das müssen wir dann im Inventar einfach öffnen und einnehmen. Wenn wir so weit sind. Und dahin müssen wir erstmal kommen. Das geht hier bestimmt auch nicht viel weiter. Wenn wir entdeckt werden. Hier haben wir einen Einzelnen, der da rumläuft und uns immer entdeckt. Dann sollten wir vielleicht mal still und leise ausschalten. Wenn es irgendwie geht. Dann mal los. Kommt hier irgendwas? Okay, jetzt haben wir hier. Das ist nicht gut. Kinder. Kann man, sollte ich mich auch nicht zu lange aufhalten.
Obwohl, dann kommen sie wenigstens alle gerundet rein. Ja, vielleicht hätte ich auch mal schießen sollen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das lasse ich mal für heute gut sein. Für das letzte Test. Mit Granatwerfen durchrennen. Wie wär's damit? Dumm, dass ich auch getroffen wurde von der Granate. Oh, Kacke. Viel zu durchrennen. Das ist eine Kirche. Vielleicht können wir da mal. Natürlich brauchen wir einen Schlüssel. Das ist natürlich in der Situation ein bisschen dumm. Ja. Weg hier. Die sind schon fast erledigt. Ich will noch wissen, was in dem Haus hier drin ist. Die Munition ist hier drin. Und geht's. In Häusern drin zu sein, das ist etwas nachteilig. Das ist ein bisschen blöd. Gut. Da habt ihr gesehen, dass ich für Resident Evil ein bisschen zu scheiße bin. Ja. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ja. Ihr könnt das bestimmt besser und da gibt es auch bestimmt noch viel mehr zu sehen in dieser Demo. Wenn man es dann mal schafft, hier durchzukommen, dann kann man das noch. Dann kann man da noch wahrscheinlich viel mehr Inhalt haben, aber. Ja. Da habt ihr auch den Grund gesehen, warum es das bei mir nicht als Display geben wird. Genau aus dem Grund, dass ich hier. Einfach. Es wird wahrscheinlich jetzt oft normal gewesen sein, dass das Spiel aber das selbst im leichten Modus irgendwann einfach ist, weil ich einfach für solche Spiele nicht gemacht bin oder zu blöd bin zu kämpfen. Aber fürs letzte Test heute habt ihr es mal gesehen, habe ich es mal gebracht auf meinem Kanal. Ja. Fürs letzte Test war es mal ganz toll. Wenn euch nach oben sollte es irgendwie gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und weitere Let's-Tests dieser und anderer Art nicht verpassen wollt. Habt noch einen tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit. Haut da rein. Man sieht sich. Ciao, ciao.